Ja, dieses Video wird nicht die ganze Geschichte vollständig erklären können. Deswegen bitte googelt nach zweites Scientist for Future 2. Da findet ihr eine Homepage vom World Council of Wise People, dem Weltrat der Weisen, Rat der Weisen, zweites Scientist for Future 2 Initiative Weltrat, die zweite Initiative zur Unterstützung der Schülerbewegung Fridays for Future. Ja, schaut es euch an und dann findet ihr hier in dieser Linkliste, findet ihr zum Beispiel die Liste wichtiger Links, da findet ihr auch dann die Kanäle, die unsere Videos ständig auch veröffentlichen und so weiter. Also Massen an Material, die Gesellschaft der Zukunft zu verstehen. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück auf das Fangen an. Wir werden das Thema Corona heute mehrfach streifen. Also noch einmal, der erste Satz lautet, so wie unsere Gesellschaft uns das bis jetzt vermittelt mit dem Corona, ist das naturwissenschaftlich nicht überzeugend. Ja, das heißt, wir können anhand der ganzen Daten, die die Medien uns liefern, haben wir nur ganz wenige Hinweise, dass es sich nicht um ein überhöhtes, als allmächtig erklärtes Virus handelt. Ja, also Schluck Wasser. Ja, also das heißt, wir können nicht ausschließen, dass hier so getan wird, als wäre das Corona, hätte das Coronavirus auf uns so eine Wirkung wie der Pesterreger. Aber es könnte sein, dass das überhaupt nicht stimmt. Also das werden wir heute verschiedentlich beleuchten. Wir müssen uns immer klar sein, als Naturwissenschaftler muss man sich immer klar machen. Jeder Medizinprofessor ist immer grundsätzlich ein Lobbyist. Er ist ein Lobbyist der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie. Und es gibt ja eben keinerlei wissenschaftliche Ausbildung im Medizinbereich, sondern es ist nur so, dass an den Universitäten die kommerzielle Ausbildung zum professionellen Geldverdiener durch das Medizingeschäft stattfindet. Es ist so ähnlich, wie wenn jetzt an den Universitäten die Ausbildung zum McDonald's-Restaurantleiter an der Universität verankert wäre. Das würde dann trotzdem immer noch bedeuten, dass jeder Absolvent der McDonald's, der Fachrichtung McDonald's an der Universität wäre nach wie vor immer noch einfach jemand, der, wenn sie ihn fragen würden, ihnen sagen würde, dass er zutiefst überzeugt ist, dass die McDonald's-Ernährung und Fastfood im Allgemeinen total gut wäre für die Gesundheit der Bevölkerung und die ideale Ernährung für die Gesundheit der Bevölkerung. Ja? Und so ähnlich ist jeder Medizinprofessor auch ein Lobbyist und ein Vertreter seines Geschäftszweiges. Der Volksmund hatte naturwissenschaftliche Wahrheiten früher gekannt, nämlich jeder Krämer lobt seine Ware. Klappern gehört zum Handwerk, also auch Angst machen gehört zum Handwerk. Und wir dürfen den Bock nicht zum Gärtner machen. Ja? Im Moment lassen wir aber Deutschland regieren von Medizinprofessoren, weil die Politiker das umsetzen, was die Medizinprofessoren sagen. Aber was ist das Problem? Wo ist das Kernproblem der Medizin? Ich habe es ja eben schon geschildert. Jemand, der McDonald's an der Universität studiert hat, ist aber trotzdem ein Gläubiger von McDonald's und wird uns belügen, wird uns die Unwahrheit erzählen. Er wird zutiefst dran glauben, dass McDonald's die beste Ernährung der Welt ist. Und er wird uns das erzählen, obwohl es das genaue Gegenteil von Wahrheit ist. Und das Gleiche könnte jetzt auch beim Mediziner sein, denn naturwissenschaftlich glaubt man nur,
wenn man wirklich knallharte Beweise direkt vor Augen hat. Und ansonsten glaubt man erstmal gar nichts als Naturwissenschaftler. Ja? So, dann schauen wir es uns nochmal ganz kurz an hier. Wir schauen zurück in die Geschichte der ersten Schamanen der Evolution, vielleicht vor 170.000 Jahren. Und jetzt stellen wir uns vor, hier sind die ersten Schamanen zum Beispiel und die sagen, na, ihr müsst ganz natürlich leben, ihr müsst weiterhin nur frisches Obst und frisches Gemüse und frische Wildkräuter und frische Nüsse und so weiter, alles naturbelassen und so weiter. Ja, euch damit ernähren und dann müsst ihr eure liebevollen Kommunen weiterleben und weiterhin viel schmusen und viele Glückshormone durch die liebevollen Kontakt haben und die Mütter müssen ihre Kinder wieder weiterhin jahrelang, viele Jahre lang stillen und herzen und lieben und so weiter. So, und solch ein Schamane, der wird nicht viel, der schafft sich keine zusätzlichen neuen Kunden, der wird also die Leute beraten und dann sind sie gesund und dann brauchen sie ihn nicht wieder. Und ja, und der wird vielleicht sagen, ja, ihr müsst vorsichtig sein, da gibt es so neue Lebensmittelhändler, was die so herstellen, das ist gefährlich, davon müsst ihr euch fernhalten, weil das ist alles sozusagen zugunsten der Transportierbarkeit und der Konservierbarkeit hergestellt, aber das ist nicht mehr Natur und das passt nicht sehr gut zu euren Genbeständen, also da solltet ihr die Finger von lassen. So, dann wissen das die Leute und machen das und dann brauchen sie ihn nie wieder. Ja, und dann kann er kein großes Geschäft machen, hier nach drei Generationen, sein Urenkel macht den Laden irgendwann dann vielleicht zu. Und zwar nur aus einem Grunde, weil nämlich nach und nach auch eine andere Konkurrenz. Hier ist zum Beispiel der millionste Schamane. Ja, der hat zufällig eine ganz spinnerte Idee. Der sagt, nein, Leute, ihr könnt ruhig die ganzen Lebensmittel aus dem Chemielabor essen, mit Konservierungsstoffen, mit Glyphosat, mit Fungiziden, Pestiziden angereichert, mit Zucker, Salz und Transfetten und mit Konservierungsstoffen, Farbstoffen, Geschmacksverstärkern und was es nicht so alles noch im Chemiebaukasten der Lebensmittelindustrie gibt. Das könnt ihr gern alles essen. Ihr müsst nur, das ist total gesund und das ist gar nicht schädlich. Was euer Problem ist, ihr habt einen Mangel an Medikamenten. Ihr müsst meine Kräutertrunks konsumieren und so weiter, meine Schmerzmittel nehmen und so weiter. Dann spürt ihr die Schmerzen wenigstens ein paar Monate nicht mehr. Ja? Und wenn dann was Neues kommt, dann könnt ihr ja wieder zu mir kommen und so weiter. Ja, und so erzeugt sich dieser Arzt mit dieser Botschaft, ja, mit dieser irreführenden Botschaft, trägt er mit dazu dabei, dass sich die ganze Gesellschaft krank lebt, aber er kann sehr gut verdienen, weil die Leute ihn immer wieder brauchen. Er geht nie an die Ursache und die Wurzel der Krankheiten heran, sondern geht immer nur an die Symptome ran und kann dann sozusagen immer wieder kommen, müssen die Leute zu ihm kommen, weil ja die Ursache ihres Krankseins, zum Beispiel die krankmachende Ernährung, der Bewegungsmangel und was auch immer, nie behoben wurde und deswegen müssen die Leute kommen, die Leute immer wieder. Er verdient ganz viel, macht ganz viel Umsatz, kann 4, 2 Kinder ernähren. In der nächsten Generation können hier schon 3 Kinder ernährt werden und so entsteht ein riesiges Imperium und irgendwie eine ganze Dynastie, eine ganze Familie, Riesenfamilie und Dynastie von Medizinprofessoren. Ja? Und diese Medizinprofessoren beraten jetzt unsere Gesellschaft angesichts von Corona. Und sozusagen beraten uns wieder weiter so, dass wir sozusagen nicht an die Ursache unserer Immunschwäche rangehen, sondern irgendwie jetzt alles Mögliche tun. Und dabei wird sozusagen jetzt dann verdienen dann die Milliardärskönige, die Großaktionäre von Pharmakonzernen und Medizinkonzernen sind und Krankenhauskonzernen sind, die verdienen jetzt richtig viel Geld und die also Großaktionäre
Karriere von Beatmungsgeräten sind, ja, die verdienen jetzt richtig viel Geld, aber alle anderen Milliardärskönige werden durch diese dann total geschädigt, weil jetzt geht die ganze deutsche Wirtschaft geht kaputt und alles geht runter und so weiter und alle anderen zahlen riesige, haben riesige Verluste, die an die Milliardärskönige gehen. Die ihre Hauptaktien im Pharma-Medizin und so weiter Bereich haben, Medizintechnik-Bereich. So, und wäre es nicht aber für die Milliardärskönige viel schöner, wenn man sich nicht mehr gegenseitig schädigen würde, sondern wir alle uns gegenseitig überhaupt nicht mehr schädigen würde? Ja, dann müssen wir die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus beenden, ne? Und ja, und wie genau das geht, ist ja hier schon tausendfach beschrieben worden, ja? Deswegen verweise ich ja auf die ganzen anderen Materialien der zweiten Scientists for Future 2. Ja, und jetzt, was passiert jetzt? Also ich lese einfach mal weiter. Was ist evolutionsbiologisch feststehend? Alle Raubtiere möchten natürlich auch, dass die Beutetierkinder brav nacheinander geboren werden. Also sozusagen Nahrungsversorgung am Fließband. Zum Beispiel, wenn Schildkröten am Strand geboren werden, kommen die Raubmöwen und fressen die Schildkrötenkinder. Wenn jetzt jedes Gelege an Schildkrötenkindern oder jedes Ei zum Beispiel, das eine Kind wird heute geboren, das nächste morgen und das nächste übermorgen. Dann kann sich die Möwe darauf einrichten und kann sagen, jeden Tag kriege ich meine Gesamternährung durch ein Schildkrötenkind. Und dann fresse ich das gesamte Gelege auf, weil ich ja Zeit habe, jeden Tag sozusagen das Kind zu fressen. Und wie macht das deswegen die Natur? Alle Schildkrötenkinder in einer gesamten Schildkrötenkolonie schlüpfen alle fast auf die Minute genau zur gleichen Zeit. Und dann kann die Raubmöwe von den Tausenden von Schildkrötenkindern höchstens ein, zwei fressen oder drei. Und dann sind die schon alle im Meer und dann überlebt die Schildkröte sozusagen. Und jetzt könnte es doch auch sein, dass die Medizin uns jetzt eben sagt, hier uns kommuniziert, und der Politik sagt, Leute, wir müssen unser Leben verlangsamen, damit dann einer nach dem anderen von uns eins von den raren Beatmungsgeräten verpasst werden kann. Und dann können wir jeden Einzelnen auch brav abrechnen, wo wir irgendwie selber diagnostizieren, dass der Beatmungsbedürftigkeit hätte. Und dann können wir das Stück für Stück abrechnen und dann haben wir einen maximalen Verdienst. Ja, und deswegen müssen wir jetzt unser Leben zum Stillstand bringen und die Wirtschaft zum Stillstand bringen, damit dann die Gesamtsumme der abrechenbaren Beatmungsgeräteeinsätze maximal wird. Was beweist uns, dass es nicht so ist? Dass es nicht ausschließlich so geht, dass die Irrtümer der Medizinprofessoren einfach zu dem Gesamtgeschäftsmodell Schulmedizin einfach gut passen. Ja? Dass das also gar nicht, also wir würden nie unterstellen, dass also irgendein Medizinprofessor das jetzt aus Kalkül so sagt, sondern seine Sichtweise, nämlich jedes Virus übertrieben gefährlich zu sehen, und seine Sichtweise, dass er eben denkt, jeder, der mal ein bisschen sagt, ich habe so ein bisschen Atemnot, der würde dann auch eine schreckliche Atemnot kriegen und dann eben als Diagnose eben zu sagen, du brauchst jetzt, sie brauchen unbedingt ein Beatmungsgerät, ja, anstatt zu sagen, ja, dann strengen sie sich halt mal ein bisschen an, dann kriegen sie schon noch genug Luft, ja. Und stattdessen neigt diese Art Verordnungsgewohnheit, ja, die führt dann dazu, dass lauter Leute jetzt Beatmungsgeräte vielleicht kriegen könnten, wissen wir nicht genau, die es gar nicht brauchen. Ja, nochmal einen Schluck Wasser, sorry. Ja,
Gut, wir können also erstmal nicht ausschließen, dass einfach die Medizinindustrie so wie jedes Raubtier auch einfach Tendenzen hat, dass die Beutetiere möglichst nacheinander kommen, dann sind sie besser abrechenbar bzw. fressbar. Ja, ja, dadurch raus resultiert, dass ich relativ wenig Angst vor dem Coronavirus habe, aber sehr viel Angst vor den Irrtümern der Medizinindustrie. Ja? Ich versuche mal, ob ich jetzt schnell noch die anderen Corona-Teile hier finde. Ich blättere mal. Ja, im Fernsehen behauptet eine einzige Frau, ich muss mal unser schönes Coronachen wiederherstellen hier, im Fernsehen behauptet eine einzige Frau, also bei allem, was ich in den letzten Tagen über Corona gesehen habe im Fernsehen, war nur eine einzige Frau, dass es eine Schwemme an Todesfällen in einem bestimmten italienischen Ort gäbe, die es sonst nie gegeben hätte. Das wäre ja ein Hinweis, das wäre der erste Hinweis, der ja bedeuten könnte, dass es tatsächlich eine Übersterblichkeit verglichen mit den Vormonaten, dem Vormonat des letzten Jahres, also und das vorvorletzten Jahres und das vorvorvorvorletzten Jahres geben könnte. Das wäre der erste Hinweis. Aber es könnte natürlich sein, dass das irgendwie falsch dargestellt ist oder die Frau bezahlt wurde, das sozusagen und so weiter. Ja? Das wäre, aber überhaupt ist das in den letzten Tagen der erste Hinweis, dass es sein könnte, dass Corona gefährlich wäre. Wenn diese Frau, wenn das kein Trick wäre, sondern dass dann in Italien in einem Ort zumindest mal viel, viel mehr Menschen zu einer Zeit gestorben sind, wären als vorher. Es kann aber auch sein, dass das gar nicht stimmt, sondern dass die ganzen Leichen nur deswegen abtransportiert werden, weil man sie eben nicht den Bestattungsinstituten übergeben will, wegen der Ansteckungsgefahr. Könnte ja auch sein, ja? Ja. Deswegen wäre jetzt die interessante Frage, entweder sind in Italien überall die Bestattungsinstitute tatsächlich überfordert, was ja bedeuten würde, dass tatsächlich mehr Menschen zu einer Zeit sterben als im gleichen Monat des Vorjahres. Ja, das wäre jetzt ja eigentlich die alles entscheidende journalistische Recherche. Wenn die Leichen allerdings nicht von den Bestattungsinstituten versorgt werden, sondern staatlich abtransportiert werden, können wir wiederum gar nichts sagen. Denn dann haben ja generell die Bestattungsinstitute vielleicht sogar eher weniger zu tun. Ja, ja, also dann äußert sich GMX mit einer Kritik an Wolfgang Wodak und an dem Arzt Dr. Med. Wolfgang Wodak. Und der Tenor dieses Textes lautet eigentlich, ja, wir als GMX wollen weiter hereinfallen auf diejenigen Böcke, die wir zu Gärtnern gemacht haben, auf die Krämer, die ihre Ware loben und zu deren Geschäft das Klappern gehört. Ja, also das heißt, die sagen, wir haben überhaupt keine Fakten, wir haben nur die Aussagen von Medizinprofessoren, also von Krämern, die ihre Ware loben, wie ein McDonald's-Verkäufer, ja, und die uns halt, und wir übernehmen einfach das, was die uns sagen, und beweisen quasi alle Aussagen von Medizinprofessoren mit Aussagen von Medizinprofessoren. Ja, Epidemiologen oder was auch immer, die sich dann nennen, sind auch Medizinprofessoren. Und das heißt also, was sind das für Beweise? Gar keine, sondern das heißt nur, wir wollen, sind gerne weitere drauf reinfallen und möchten auch, dass die Bevölkerung drauf reinfällt. Ja, dann die Fallzahlen nämlich, Fallzahlen hängen ja von Diagnosegepflogenheiten ab. Also auch wieder von der Medizinindustrie,
die, an die, an die sich die, die, die ganze Politik, an der sich die ganze Politik orientiert. Ja? Aber ich aus der Medizin ist mir immer nur bekannt, dass die Diagnosegepflogenheiten immer übertreibend sind. Also es wird immer zu gefährlich diagnostiziert, damit man eben genügend Abrechnungsmöglichkeiten hat. Ist jeder Arzt überzeugt, dass jede Mücke immer ein Elefant sei. Ja? Das ist einfach die Berufskrankheit aller Mediziner. Jede Mücke ist ein Elefant, also muss ich gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja? Das ist das Arbeitsmotto der Medizin, denn dann können sie maximalen Umsatz machen. Ja? Und dann, ich kann also alle als beatmungsbedürftig erklären oder keinen. Also ich habe keinen anderen Hinweis, als dass mir eine Medizinindustrie, die selber daran verdient, wenn sie eine Beatmungsbedürftigkeit diagnostiziert, dass die mir sagt, dass sie viele Beatmungsbedürftige hätte. Das ist kein naturwissenschaftlicher Beweis. Das überzeugt mich überhaupt nicht. Das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, also das analoge und zu unserem Statistischen Bundes- und Wahlamt Italiens, also das Statistische Bundes- und Wahlamt Italiens, müsste jetzt hingehen und müsste beweisen, dass keinerlei Mediziner, Pharmazeuten und so weiter, irgendjemand, der jemals auch nur einen Euro im Medizinkontext verdient hat, und dass dieses Statistische Bundesamt wie Italiens sozusagen wirklich völlig unabhängig sei. Und dann müssten die Statistiken aufweisen, dass also in Italien hier zusätzlich zu den Sterbezahlen im Vorjahresmonat, im Vorvorjahresmonat, im Vorjahresmonat sozusagen, dass also jetzt verglichen mit den gleichen Monaten in den letzten 3 Jahren sozusagen die Sterbezahlen objektiv in Italien deutlich höher sind, und zwar nicht nur, wenn die Sterbezahlen Millionen sind, dann nicht nur 50 Leute mehr gestorben sind oder 1000 mehr gestorben sind, sondern dass wirklich statt einer Million dann 1.200.000 gestorben sind. Das würde immerhin bedeuten, ja, da ist was los. Da ist wirklich eine zusätzliche neue Krankheit gekommen, die zusätzlich eine eigene Schlagkraft hat und insgesamt mehr Leute tötet. Wobei das übrigens auch noch kein Beweis wäre. Es könnte ja sein, dass die Behandlung, zum Beispiel bei AIDS, hatten ja früher Virologen, Professoren für Virologie den Verdacht geäußert, dass allein die AIDS-Behandlung mit Retrovir zum Beispiel die Menschen tötet und dass es gar kein Virus mehr braucht, um die Leute zu töten, sondern die Behandlung allein tötet auch in Wirklichkeit HIV-Negative. Ja? Also das heißt, wir müssten dann noch ausschließen, dass es nicht die Behandlung ist, die die Menschen tötet. Denn wir haben ja den Beweis, Dr. Medgard Reuter mit TH hat ja dargestellt, dass die Daten des Statistischen Bundesamts Deutschland eindeutig dafür sprechen, dass die Medizinindustrie selber eine eigene Todesrate hat, also Leichenberge pflastern ihren Weg sozusagen, dass das gilt. Also das heißt aber immerhin wäre so eine Statistik, dass überhaupt schon mal die Sterbezahlen erhöht sind gegenüber den Vormonaten der entsprechenden Jahre vorher. Das hätte doch schon immerhin mal eine erste Hinweiskraft. Jetzt müssen wir dann nur noch ausschließen, naturwissenschaftlich, dass es nicht das Umgehen der Mediziner mit den Menschen ist, dass diese tötet. Zum Beispiel die Angstmache, der Voodoo-Tod könnte es sein, der tötet oder so. Ja, also das müsste man dann auch nochmal ausschließen. Und dann haben wir vielleicht ein naturwissenschaftliches Ergebnis, dass das Coronavirus vielleicht tatsächlich gefährlich sein könnte, ja, eine zusätzliche Tötungskraft in der Welt sein könnte, ja. Gut, jetzt frage ich mich nur, warum solche Beweise uns die Medien nicht liefern? Vielleicht, weil sie gar nicht möglich wären, denn das würde ja alle Zweifler würde das ja sofort tendenziell wenigstens mal anfangen zu überzeugen, ja. Und das ist die Frage, ja. Das ist sehr erstaunlich, warum wir solche Daten nicht kriegen, ja. Es geht ja schließlich darum, Corona als zusätzliche Quelle von zusätzlichen Todesfällen
zu beweisen. Und irgendwie wird alles Mögliche behauptet und werden alle Böcke, die man zu Gärtnern gemacht hat, vorgestellt. Aber es kommt, niemand bemüht sich auch nur einen, diesen einen naturwissenschaftlichen Beweis mal anzugehen. Also insofern ist es so, wir wissen es nicht genau, aber ich bleibe erstmal ein bisschen skeptisch sozusagen und frage mich, was da los ist. Ja? So, jetzt geht es weiter mit Dr. Markus Krall und seiner bürgerlichen Revolution und seinen Irrtümern. Ja? Haben wir ja schon viele Videos zugemacht. Also, sein Wollen der Kunden wird in der freien sozialen Marktwirtschaft künstlich überhöht oder gar erzeugt. Ja, also er behauptet, in der freien sozialen Marktwirtschaft wollen die Kunden etwas und nur derjenige, der den Menschen das anbietet, was sie auch wollen, der wird dann erfolgreich und damit ist die Welt in Ordnung. Ja, tralala, alles gut und brav. Die Wahrheit ist hier, nochmal ganz kurz gesagt, genau das Gegenteil. Hier ist ein Händler, der tatsächlich nur die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen befriedigt. Ja, zum Beispiel die Leute wollen gesunde Ernährung, er liefert ihnen herrliche, süße, reife Früchte und so weiter und sagt, ach ja, aber euer Lebensstil so mit eurer Kommune und das viele Geschmuse und das ganze herzliche und das liebevolle kooperative Miteinander, ach wie toll und wie schön, ja? So, der macht einen kleinen Umsatz, ne? Und jetzt kommt vielleicht der millionste Tauschhändler der Evolutionsgeschichte, also vielleicht vor 200.000 Jahren oder so, kommt der dann, entwickelt er einen wahnwitzigen Irrtum. Ja? Menschen sind nun mal Menschen, Mutation und Selektion, Variation und Selektion. Menschen, jeder Schwachsinn, der gedacht werden kann, wird auch mal irgendwann von einem Menschen gedacht. Und der denkt jetzt so, ach nein, also sozusagen, dieses ganze Geschmuse in euren Kommunen, das ist ja widerwärtig, das ist ja ekelerregend, das ist ja, und dann die Mütter, die ihre Kinder jahrelang stillen, das ist ja sexueller Missbrauch und so weiter, naja, also ekelhaft und so weiter. Und dann benutzt er seine ganze Werbemacht und seine ganzen Beeinflussungsmöglichkeiten, die er hat, weil er Händler ist sozusagen, benutzt er und die Menschen glauben ihm das ansatzweise, schmusen weniger, werden konsumsüchtig, müssen erleiden einen steigenden Glücksmangel und werden dadurch sozusagen konsumsüchtig und kaufen nicht mehr das, was sie wollen, sondern das, was sie, nachdem ihnen der Händler das Glück weggenommen hat, das Natürlichen, die natürlichen Glücksquellen weggenommen hat, kaufen sie sich wie ein Heroinsüchtiger Süßigkeiten, Alkohol und Zigaretten und der Händler wird steinreich. Das heißt, also hiermit habe ich bewiesen, in der freien sozialen Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall werden in Wirklichkeit Bedürfnisse erzeugt, künstlich geschaffen und es ist nicht alles in Ordnung, sondern unser Lebensglück wird zerstört, damit wir konsumsüchtig werden. Und damit ist eigentlich Dr. Markus Krall endgültig widerlegt. Ja. So. Ja, zum Beispiel hat Dr. Markus Krall ja einen Job bei Degussa. Und eines der Prinzipien unserer freien sozialen Marktwirtschaft ist ja, dass natürlich jede, zum Beispiel die amerikanische Waffenindustrie, als sie den Präsidenten Bush eingestellt hat, das heißt, sie hat ihm Wahlkampfspenden gegeben. Warum hat sie dem Wahlkampfspenden gegeben? Warum hat sie ihn als zukünftigen Präsidenten, warum hat die amerikanische Waffenindustrie
George W. Bush als zukünftigen Präsidenten oder designierten Präsidenten eingestellt? Warum hat sie ihm einen Job gegeben? Durch die millionenschweren Wahlkampfspenden sozusagen. Weil sie die richtige Mentalität gewittert hat. Es muss nicht sein, dass die sich gesagt haben, also das ist so ein aggressiver Typ, der wird uns den nächsten Krieg bringen und damit einen Riesenumsatz für unsere Waffenindustrie. Sondern es kann nur sein, dass man einfach der Meinung war, dass endlich mal jemand Präsident werden sollte, der all die Gefährlichkeit der anderen Nationen nicht so unterschätzen sollte wie die anderen Präsidenten bisher und so weiter. Wir brauchen einen, der so auch bereit ist, mal den Colt zu ziehen und auch abzudrücken, ja, und so weiter, ja. Und aus diesen Irrtümern heraus geben die Wahlkampfspenden an George W. Bush und der sozusagen wird dann Präsident mit den Wahlkampfmillionen sozusagen und da er diese Mentalität hat, führt er dann auch Kriege und die amerikanische Waffenindustrie wird wieder noch reicher sozusagen, ja. Und genauso wird es wohl auch bei Dr. Markus Kralls Job gewesen sein. Degussa, da spürte man, dass dieser Mann die richtige Mentalität hat, die richtige Sichtweise von der Gesellschaft hat und dass er im Prinzip, wenn er sozusagen zum Vorstand von Degussa gehören würde, dass der sicherlich auch den Umsatz an Gold ankurbeln würde. Und tatsächlich empfiehlt hin und wieder immer wieder mal Dr. Markus Krall auch Goldkäufe. Ne? Also so, ja, das, so dass wir alle drauf reinfallen, mehr oder weniger deutlich. Ne? So, wobei, vielleicht ist es ja doch sinnvoll, ein bisschen kleine Menge Gold zu haben oder so, was auch immer. Ja? Ich wollte damit nur sagen, dass das Prinzip immer das gleiche ist und ja, der Dr. Markus Krall fordert einerseits, ich bin immer noch bei dem Talk mit Kenneth M., glaube ich, war das, ja. Den Menschen sollten wir so akzeptieren, wie er ist, aber genau das tut er nicht. Ja, also genau das tut er eben nicht. Kenneth M. merkt, versucht so ein bisschen kritisch einzuhaken, ja, was ist denn mit Konsumismus und Konsumismus erzeugen in der freien Marktwirtschaft? Was ist denn so mit Zucker- und Tabakindustrie und so weiter? Und was ist damit, dass die Werbung uns doch belügt und nicht informiert und so weiter? Ja, also, ja, und da sagt nur, nee, also nee, das überhört Dr. Markus Krall fast geflissentlich. Dabei ist Kenneth M. eigentlich schon gar nicht so weit entfernt von der Erkenntnis, dass natürlich in der freien sozialen Marktwirtschaft nur derjenige richtig überlebt, der das Leben der Kunden zerstört durch manipulative Einflüsse über die Werbepartner und so weiter, die Gesamtgesellschaft so manipuliert, dass sie unglücklich werden und dann konsumsüchtig werden und dann Zucker und dass natürlich die gesamte Zucker- und Tabakindustrie natürlich noch viel mehr tun, uns alle natürlich irreführen, gefälschte Studien finanzieren, Universitäten kaufen, Universitätsprofessoren einkaufen und so weiter und die ganzen Pseudowissenschaftler und unsere Universitäten nutzen dafür, dass sie weiterhin Zucker und Tabak in die Gesellschaft pumpen können. Kenneth M. ahnt das, aber Dr. Krall geht da einfach nur irgendwie drüber hinweg, ohne das überhaupt auch nur ernst zu nehmen. Ja? Und wie gesagt, Dr. Krall akzeptiert den Menschen nicht so, wie er ist. Nämlich, wenn er ihn akzeptieren würde, würde er akzeptieren, dass jeder Händler auch sich total irren kann und etwas total Schädliches in die Welt setzen kann für die Bevölkerung und so weiter. Und das würde bedeuten, den Menschen so akzeptieren, wie er ist. Und das tun eben nur die zweiten Scientists for Future 2. Hm? Ja. Ja, also es in Wirklichkeit ist es ja nicht nur so, wie Kenneth M. sagt, dass die Werbung uns belügt. Nein, es ist doch ganz anders. Die Werbung wird geschaltet in einer Zeitschrift und die Zeitschriftenherausgeber haben ein Gespür dafür, oder eben die Zeitschrift, so ist es genauer, die Zeitschrift
Hier haben wir eine Zeitschrift, die stellt Leute ein, die gegenüber den Produkten ihrer Werbekunden extrem kritisch und nachdenklich sind. Und dann schreiben die lauter nachdenkliche Artikel. Dann passiert Folgendes. Entweder ziehen sich die merken das die Werbekunden und die Werbekunden ziehen sich zurück und diese Zeitschrift geht pleite und damit verliert der Journalist seinen Job und kriegt vielleicht woanders keinen Job mehr, weil er ja Teil dieses Niedergangs dieser Zeitschrift war mit seiner Kritik an den Werbekunden und deren Produkten. Oder die andere Geschichte ist, die Werbekunden zahlen weiter und die Werbekunden dadurch, dass aber die Zeitschrift sozusagen so viel Kritik an ihren Produkten äußert, verkaufen immer weniger, dann gehen die Werbekunden pleite, fallen die Anzeigenkunden weg und dann geht die Zeitschrift pleite und dann verliert der Journalist seinen Job. Wie man es auch dreht und wendet, die Zeitschrift, die den Journalisten einstellt, der die Produkte der Werbekunden hochjubelt und toll findet und also selbst überzeugt ist, dass die Produkte ein Segen für die Menschheit sind, die Zuckerprodukte und all diese Sachen und McDonald's-Produkte ein Segen für die Menschheit sind und so weiter, der bringt die Zeitschrift zum Aufblühen, die Werbekunden machen viel Umsatz, die Zeitschrift wird erfolgreich und kann viel verdienen und der Journalist kann ein höheres Gehalt kriegen. Ja, dann, das ist die Logik der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, und die ist zerstörerisch für den Rest der Gesellschaft. Ne? Dr. Markus Krall unterstellt eine Urteilsfähigkeit des Konsumenten. Das haben wir aber immer wieder gehabt, sozusagen, ja, warum essen die Leute so viel Zucker? Die sollen sich doch informieren und sollen sich doch aufklären und sollen doch selber rausfinden, dass einfach die Werbung sozusagen gelogen ist. Das ist doch ganz normal, dass man das rausfindet und dass man dann eben diese ganzen Zuckerprodukte nicht kauft. Jetzt ist der Punkt, dass dazu die Masse dieser Gesellschaft hier, die geistig unterdurchschnittlichen, also die mit den Intelligenzquotienten unter 100 sozusagen, das auf keinen Fall schaffen und sogar viele mit den Intelligenzquotienten über 100 das nicht schaffen, sondern nur es etwa, alle Statistiken weisen darauf hin, dass etwa 10% der Gesellschaft tatsächlich etwas weniger auf diese Manipulationen reinfallen und sich etwas deutlich gesünderer ernähren als der Rest der Gesellschaft. Und 90% sind Opfer des ganzen Systems. Und dann sagt Dr. Markus Krall einfach so, ja, die Leute haben doch alle eine Urteilsfähigkeit und da müssen sie sich schon mal ein bisschen informieren und dann das Richtige halt essen. Pustekuchen, 90% schaffen genau das nicht. Also ist Dr. Markus Kralls freie soziale Marktwirtschaft für 90% der Gesellschaft absolut schädlich. Punkt. Ja? Die Masse kann nur über die Wohlfühlstimme der zweiten Scientist for Future 2. Wo ist sie? Der Diskussionsvorschlag Wohlfühl-Noten-Wahlstimme oder kurz Wohlfühlstimme und Gesundheitsdaten. Das heißt, das schafft sogar hier jemand mit diesem Intelligenzquotienten, schafft es, dem Bundeswahlleiter mitzuteilen, ob alles unverändert ist, also die Note 3 bis 4 weiterhin gültig ist für diesen Menschen, weil jeder kriegt am Anfang die Note 3 bis 4. Oder wenn er sich besser fühlt, dass er dann eine 3- dem Bundeswahlleiter mitteilt. Oder wenn es ihm schlechter geht, dass er dann eine 4+ dem Bundeswahlleiter mitteilt. Das schafft auch jeder bis hierhin. Und die, die so geistig behindert sind, dass sie das nicht schaffen, die können das durch ihre Vormünder und durch ihre die Wohlfühlnote erfragen lassen und ermitteln lassen durch ihre, Vertretungsberechtigten kann das gemacht werden, durch ihre Betreuungsperson oder was auch immer. Ja? Und
Das heißt also, die Konzeption der zweiten Scientist for, die postkapitalistische Gesellschaft der zweiten Scientist for Future 2 ist gut für alle 100% der Gesellschaft. Wie gesagt, Dr. Kralls freie soziale Marktwirtschaft war schädlich für 90% der Gesellschaft. Ne? Das ist der kleine Unterschied. Ne? Ja, über die Wohlfühlstimme kann die Masse der Menschen verhindern, dass mit ihr kommunikativ Schlitten gefahren wird. Nämlich, dass die Werbeindustrie zusammen mit den Zeitschriftenjournalisten ihr Gehirn so wäscht, dass sie den Müll kauft. Ne? Das kann die Masse nur mit einer Wohlfühlnotenwahlstimme verhindern. Ja? Ja, Sarah Wagenknecht erweist sich auch beim Corona-Thema leider auch als Gläubige der Medizinindustrie. Das heißt, sie selbst denkt ja, sie sei kapitalismuskritisch und sie sei kritisch gegenüber der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall. Aber sie erkennt nicht, dass die Medizin ein kapitalistisches Geschäft ist, in der selbstverständlich jeder Krämer seine Ware lobt. Und wenn ein Professor der Medizin sich einmal irrt und sagt, ach nein, dieser Virus ist schrecklich gefährlich, dass er genau für diesen Irrtum mit ganz viel Geld belohnt wird. Und wenn er eine Diagnosegewohnheit entwickelt, dass beim kleinsten Zeichen von mühsamem Atmen, er sofort sagt, das ist eine schrecklich gefährliche Lungenstörung und deswegen muss der Mensch sofort in ein Beatmungsgerät, an ein Beatmungsgerät geschaltet werden und so weiter, sonst stirbt er uns sofort. Ja, wer als Mediziner diesen Irrtum, diesen Übertreibungsirrtum aus Mücken Elefanten zu machen und dann mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, wer den glaubt, der hat schon immer sehr viel Geld verdient, also hat sich diese Mentalität ausgebreitet und also alle Medizinprofessoren haben die gleiche Gewohnheit, aus Mücken Elefanten zu machen und dann mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dann kann dieses kapitalistische Medizinsystem den Rest der Gesellschaft erfolgreich ausplündern. Ne? Ja, und sie offenbart dann noch einen Denkfehler. Sie offenbart ihr falsches Verständnis von Leistungsträgern. Sie sagt, die Kassiererin ist der Leistungsträger der Gesellschaft, die wahren Leistungsträger, die wir jetzt wirklich brauchen, um überleben zu können. Die Krankenschwester und so weiter und so, hat da so die Tendenz drin, nee, also die wirklichen Leistungsträger sind eben nicht die Unternehmer, sondern das sind die Kassiererinnen, ja, und die müssen endlich mal mehr gewürdigt und besser bezahlt werden. Ja, und damit sieht sie die Realität nicht, denn wo ist die Realität? Wer schafft denn die Arbeitsplätze, dass die Kassiererin überhaupt arbeiten kann? Die Unternehmer und niemand sonst. Ohne die Unternehmer hätte die Kassiererin keinen Arbeitsplatz. Ohne die Unternehmer, die Krankenhaushäuser überhaupt betreiben, hätte die Krankenschwester gar keinen Arbeitsplatz und sie könnte tun und lassen, was sie wollte. Sie könnte gar nicht helfen. Ja? Also das heißt, wer schafft denn in der Welt Arbeitsplätze? Wer entwickelt denn neue Produkte? Wer hat denn das iPhone erfunden? Die Kassiererin und die Krankenschwester? Oder ein relativ genialer Steve Jobs, ja, und seine Mitarbeiter und seine Mannschaft. Wer hat das erfunden? Egal wie sehr ich Smartphones ablehne, ja, aber man muss doch immerhin sagen, im Rahmen des wahnsinnigen kapitalistischen Systems ist immerhin das Smartphone ein Erfolgsmodell, auch wenn es uns alle krank macht und kaputt macht. Aber die Leute, zumindest waren die Leute bereit, das zu kaufen, und zwar in Scharen, ja. Und
also wenn wir generell jetzt in Zukunft bessere Innovationen haben wollen, zum Beispiel Cradle-to-Cradle-Innovation, dann brauchen wir aber wiederum diese genialen Erfinder und Entwickler und Innovatoren und Unternehmertypen. Ja? Und die sind unsere einzige Chance. Also, und das will halt Sarah Wagenknecht nicht wahrhaben. Ne? Das ist ein Irrtum. Ja? Auch wenn ich selbst gerne in einer echt kommunistisch-sozialistischen planwirtschaftlichen Gesellschaft, in einer echt, also genau das Gegenteil von den bisherigen pseudokommunistischen Systemen, pseudosozialistischen, pseudoplanwirtschaftlichen Systemen, also in einer echt kommunistischen Gesellschaft leben möchte, dann möchte ich nicht, dass eine Sarah Wagenknecht das Sagen bekommt und gegen die Unternehmer, Innovatoren und Erfinder vorgeht, ja, so wie sie es in ihrer Mentalität steckt, sozusagen. Ja? Ja, dann nochmal ein Hinweis, der Wechsel vom Pazifisten vom pazifistischen Lebensstil zum kriegerischen Lebensstil. Also noch einmal, die zweiten Scientists for Future 2 sagen ja, vor 14 Millionen Jahren bis vor vielleicht maximal 4 Millionen Jahren war der Mensch auch noch ein gewaltbereites Lebewesen. Dann entstand eine Evolution Richtung Pazifismus sozusagen, Friedfertigkeit, Kooperativität, so wie wir bei den Bonobos, Panpaniscus Bonobo, schon sehen, dass die ihre Nachbargruppen im Gegensatz zum gemeinen Schimpansen Troglodytes, glaube ich, der gemeine Schimpanse, der tötet manchmal Nachbargruppen, während die Bonobos zu Nachbargruppen liebevolle Kontakte pflegen, weil sie Bonobos eine etwas höhere soziale Intelligenz haben als Schimpansen. Ja? So, und da wir dann haben wir in der Zeit vor 4 Millionen Jahren bis vor 400.000 Jahren, also in diesen 3,6 Millionen Jahren, haben wir also eine sehr pazifistische Lebensweise entwickelt. Und jetzt ist hier die Frage, wie aus einem pazifistischen Tier vor 400.000 Jahren die Erfindung der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall sozusagen wieder einen kriegerischen Lebensstil machte, der dann das Töten der Gruppen mit weniger Tauschhandel nahelegte. Die indigenen Völker haben nämlich alle weniger Tauschhandel, haben deswegen eine weniger hochentwickelte Waffentechnologie und können dann deswegen getötet werden. Ja, ja, weil eben einfach in dem hier dieser Tauschhändler eben erzählt, ja, eine Kommune hat die andere nachts getötet, entsteht in den Zuhörern Angst, sie kaufen ihm seine Steinäxte ab, massenhaft, und entwickeln selber Überlegungen zum ersten Mal wieder, dass sie die anderen Gruppen töten sollten, bevor die sie töten können. Die anderen Kommunen erst auslöschen sollten, bevor sie töten könnten. Und da aber immer einige von den ausgelöschten Kommunen dann überleben, gibt es dann eben ewige Rache und ein Krieg löst den anderen ab sozusagen und überall Blutrache und ewiges Töten und der Waffenhändler verdient daran und wird erfolgreich und reich und begründet eine Waffenhandelsdynastie. Ja? So, und was und was passiert? Die Menschen sind alle manipulativ verändert, sind alle wieder gewaltbereit und haben lauter kriegerische Mentalitäten und begegnen dann den indigenen Völkern und töten die natürlich. Und dann übrig bleibt eine Weltbevölkerung, die, nachdem sie die nordamerikanischen Indianer getötet hat, die südamerikanischen Indianer getötet hat, die Aborigines getötet hat und alles andere auch, herrschen dann überall die jederzeit kriegsbereiten. Ja, das ist ganz evolutionsbiologisch ganz logisch. Ja. Also die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall hat die ganzen indigenen Völker getötet und ausgerottet und sie wird dazu führen, dass wir auch alle weiterhin schön brav mit Waffen auf uns zugehen, auf das die Waffenhändler gute Umsätze machen. Ja. So, ich glaube, das war's für heute. Ja, also deswegen, heute dieses Video erklärt nicht sehr viel. Deswegen alle anderen 366 Videos schauen und die ganze Homepage
der, wo ist es, wo haben wir sie denn, der zweiten Scientist for Future 2 studieren und so weiter. Da ist unsere einzige Chance für die Weltrettung. Tschüssi!